Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich mitten auf einer Kuhweide hier in Österreich am Brenner. Also der Brenner ist hinter mir zu sehen und ich möchte heute ein ganz besonderes Landschaftsfoto aufnehmen. Auf dem Landschaftsfoto soll zu sehen sein das Tal, was hinter mir ganz spitz zuläuft, der Nachthimmel, die Brenner Autobahn, die auch im Bild noch erscheinen soll, und in der linken Seite des Fotos wird eine Bahn, also wenn es mir denn gelingt, zu sehen sein, die einen langen Lichterschweif vor sich oder hinter sich herzieht. Hier fahren nämlich wirklich riesenlange Güterzüge durch in einer ganz, ganz langen Rechtskurve. Und das möchte ich heute aufnehmen. Und die Schwierigkeit jetzt hier ist wirklich, die Kamera so auszurichten, dass ich das Bild aufnehmen kann, weil ich war noch nie vorher hier, bei Tageslicht schon gar nicht, bin gerade eben angekommen. Ja, jetzt muss ich die Kamera ausrichten und ich weiß auch nicht, wie oft hier Züge vorbeifahren. Also heißt es jetzt für mich, die Kamera einigermaßen auszurichten, weil der Zug, der fährt hier ca. 300, 400 Meter Entfernung vorbei. Und ja, dann einfach ein Probefoto zu machen, wenn ein Zug kommt. Dann die Kamera wieder blind auszurichten und dann das eigentliche Foto zu machen. Und ich werde dafür eine 20, 25 Sekunden lange Belichtungszeit wählen, dass das Bild auch entsprechend hell ist. Zu meinem Setup, ich habe die Sony A7 III Kamera dabei, ein Samyang Weitwinkelobjektiv, das 14mm 2.8 Autofokus Samyang Objektiv, welches ganz gut auf meine Vollformat Sony Kamera passt. 2.8er Blende ist auch fest jetzt eingestellt bei mir, da ich möglichst viel Licht auch einfangen will. Und wenn mir das Foto gelingt, bin ich happy und kann die lange Heimreise hier wieder antreten. Okay, dann gehen wir es an. Beziehungsweise, ich muss eigentlich jetzt nur ewig warten, bis der erste Zug mal kommt, um ein Testfoto zu schießen. Ja, und jetzt kurz meine Einstellungen. Ich werde eine 25 Sekunden Belichtungszeit wählen, dann diese 2.8er Blende. Den Fokus setze ich manuell und die Auslöseverzögerung von 2 Sekunden habe ich jetzt auch eingestellt, dass hier auf der Wiese die Kamera nicht verwackelt, wenn ich den Auslöser drücke. Und ich hoffe ja wirklich, dass der Zug mindestens 25 oder 30 Sekunden lang braucht, um hier auf mich zuzufahren. Und er muss ja auch von vorne kommen, weil diese Güterzüge haben ja sonst nirgendwo Lichter. Und ich glaube, hier kommen auch tatsächlich nur Güterzüge jetzt um die Uhrzeit in der Nacht vorbei. Ja, jetzt seht ihr gerade das Bild, was ich auch sehe. Es ist stockfinstere Nacht. Ich bin auf ISO 20.000 auf einer 1,4er Blende. Und da seht ihr jetzt, man sieht eigentlich gar nichts, außer die Lichter der Stadt und ein klein bisschen Sternenhimmel. Das heißt für mich eigentlich nur warten auf den ersten Zug. Den Steady Shot auf meiner Kamera habe ich jetzt noch ausgeschaltet, weil die Kamera steht eh stabil auf dem Stativ. Da brauche ich den Steady Shot nicht, dass die Kamera da irgendwie nachjustieren muss. Weiß ab gleich auf 3900 und jetzt kann es eigentlich losgehen. Jetzt warte ich auf den Zug und mache, glaube ich, auch zeitgleich mit meiner zweiten Kamera, mit dem 35mm Objektiv von Sony. Das ist ja, hat ja eine 1,4er Blende. Da mache ich jetzt auch nochmal ein Bild und dann kann ich beide vergleichen. Klar kriege ich mit dem 14mm Objektiv mehr drauf, aber eine 2.8er Blende ist halt nicht so lichtstark. Und ja, jetzt bin ich mal auf beide Ergebnisse gespannt. Jetzt muss halt nur noch irgendwann zukommen. Ne? Das ist eigentlich jetzt hier die ganze Schwierigkeit, zu warten und sich die Beine in den Bauch zu stehen. Jetzt seht ihr gerade, was ich sehe. Finstere Nacht, der Zug heizt hier vorbei. Wow. Das war schon. Wahnsinn. Alles in allem hat mich dieses 20-sekündige Foto jetzt gute 2 Stunden hier gekostet. Ich musste jetzt ewig warten, bis dieser Zug kam. Aber mir ist jetzt doch am Ende ein cooles Foto gelungen. Und jetzt darf ich noch diese dunkle Landstraße da bestimmt noch eine Dreiviertelstunde runterlaufen. Und dann geht es hoch in den Wald zu meiner Hütte, in der ich wohne. Weil gerade in diesen Zeiten von Corona meide ich Menschen und ja, wohne in einer Waldhütte. Und morgen geht es auch wieder heim Richtung Ammersee. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal oder lasst ein Like da. Ansonsten sage ich Servus, euer Sigi, heute aus Österreich vom Brenner. Bye bye Leute, ciao.